In Schwechat am Flughafen sollte eine dritte Lande- und Startpiste gebaut werden. Das ist aber abgelehnt worden. Von wem und warum denn? Es ist vom sogenannten Bundesverwaltungsgericht abgelehnt worden. Das ist übrigens ein relativ neues Gericht, das vor ein paar Jahren sozusagen über alle möglichen Verwaltungsentscheidungen als Oberinstanz eingerichtet worden ist. Und das hat jetzt überraschenderweise Nein gesagt zu der dritten Piste, die als langfristiges Projekt bei der eigentlich immer alljährlich, wenn auch mit Zacken natürlich, aber zur beobachtenden Steigerung des Flugverkehrs notwendig wird. Und wie man weiß, solche Bauten, siehe Berliner Flughafen und so, dauern eh um Jahre immer länger, als man vorher glaubt. Und jetzt hat dieses Bundesverwaltungsgericht Nein gesagt. Warum, hast du auch gefragt? Sind zwei Gründe genannt worden. Einerseits Umweltargumente, Klimaerwärmung. Andererseits wird dadurch Ackerboden also umgewandelt in Flughafen und Piste. Das war und das, auch das ist böse. Ich war jetzt erst kürzlich in Schwechat beim Flughafen und die Pisten sind natürlich groß, aber sind das nicht eher Peanuts, diese landwirtschaftlichen Flächen, die da... Das sind lächerliche Gründe. Ständig werden landwirtschaftliche Flächen umgewandelt. Also dann ist jeder Hausbau, jeder Straßenbau, wenn diese Logik sich durchsetzt, dann ist Österreich eingefroren. Nicht? Dann, aber wir haben ja keinen Bedarf an zusätzlichen Ackerflächen. Im Gegenteil, da gibt es keine Knappheit. Ich meine, da ließe sich ja, wenn wir Ernährungsknappheit hätten und die Österreicher nicht ernährt werden könnten, aber durch neue Saatgut, durch neue Dünger, ist also die landwirtschaftliche Produktion also sicher nicht an irgendwelchen Limits anstoßend. Also das ist lächerlich und aber auch das Klimaerwärmungsargument ist also aus mehreren Gründen lächerlich. Dann halt einfach woanders landen, diese Flugzeuge, nicht in Wien. Also ich will jetzt gar nicht die vielen sehr gut begründeten Gegenargumente gegen diese Klimapanik jetzt anführen, sondern einmal das, was da behauptet wird, als Faktum nennen, dass aber auch die ärgsten Klimapaniker sind sich einig, das Weltklima, die globale Erwärmung ist eine globale Sache. Das heißt, wenn eine Tonne mehr CO2 ausgestoßen wird oder Methan, ist es völlig wurscht, ob das in Afrika, in Wien, in Bratislava oder in München ausgestoßen wird. Das heißt, ein eine Anti-Klimaerwärmungsmaßnahme wäre der Verzicht auf diese Piste nur dann, wenn global der Flugverkehr eingeschränkt würde. Nur was wird passieren in Bratislava, in Budapest, in München, um nur die drei größten Flughäfen rund um Wien zu nennen, werden davon profitieren. Die können jubilieren über diesen Schwachsinn, den da ein österreichisches Gericht beschlossen hat. Denn wenn einmal der Flugverkehr in Österreich am Limit angestoßen ist, und das wird in wenigen Jahren der Fall sein, was wird dann passieren? Es wird nicht weniger Flugverkehr sein, sondern die werden halt, vor allem in Bratislava, das ist nicht einmal eine halbe Stunde weiter entfernt von Wien. Das spielt überhaupt keine Rolle bei den
Flugzeiten, da gibt es perfekte Autobahnverbindungen mittlerweile. Vielleicht wird es auch einmal gute Bahnverbindungen geben, was die ÖBB ja bisher nicht geschafft hat, aber das ist ein anderes Thema. Und da wird dort alles landen. Der ist hundertprozentig billiger. Die Slowakei zahlt sowieso niedrigere Löhne. Daher wird der Flughafen sowieso billiger anbieten können. Und dann können sie gar nicht in Wien landen. Also es ist ein Riesenschaden für Österreich. Also mal die Wertschöpfung, die ein Flughafen erzielt, das ist ja viel Geld. Und es ist natürlich der Standort von Wien als Ansiedlung für einen internationalen Unternehmen, als Tourismusziel, aber auch die Bedeutung des Flughafens als Hub, also als Umsteigeplan. Also man sieht, dass du halt von Belgrad nach Wien fliegst und von Wien geht dann der große Interkontinentalflug nach New York oder so weg. Das ist alles wird darunter leiden. Nur Richter in ihrer weltfremden und pragmatisierten Situation, die kriegen ja Geld so und so, die stört das nicht. Und es zeigt sich aber eben auch, dass mittlerweile in die Gerichte sehr viele grüne Illusionisten eingedrungen sind, die da wirklich glaubt haben an die Welt, die sich nicht mehr verändern darf, wie im Märchenbuch für die Kleinkinder. Ungefähr auf diesem Intelligenzniveau scheint sich dort das abzuspielen. Ich habe sonst eigentlich wirklich nur Unterstützung für diese dritte Piste mitbekommen, jetzt auch von grünen Politikern. Kann man davon ausgehen, dass man das vielleicht nochmal anfechten kann oder dass der Vorschlag nochmal neu aufgesetzt werden kann, sodass es auch genehmigt werden wird? Also von grünen Politikern ist mir keine Unterstützung für die dritte Piste bekannt, aber soweit ich weiß, hat sogar, also grün nicht, entschuldige, SPÖ meine ich natürlich. SPÖ-Politiker sicher, weil die SPÖ hier und da doch begreift, dass sie ihre Wähler auch Arbeitsplätze brauchen. Die Grünen begreifen das nicht. Die Grünen, das sind Lehrer und Richter und Universitätsangestellte. Das sind die Grünen, die haben noch nie begriffen, dass man in der Wirtschaft konkurrenzfähig sein muss oder in Konkurs geht. Aber der zweite Teil der Frage war, kann man das noch anfechten? Jein, dieses Bundesverwaltungsgericht hat sogar den ordentlichen Rechtszug an die Oberstgerichte, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof. Das kann man hineinschreiben, das ist noch möglich oder nicht möglich, haben wir es unmöglich bezeichnet, aber eine sogenannte außerordentliche Revision kann immer stattfinden, aber da musst du konkrete Rechtswidrigkeiten nachweisen und das ist schwerer. Und das wird sicher auch gemacht werden und das wird mindestens 2 Jahre dauern, bis man sieht, ob das Erfolg hat, ist rechtstechnisch jetzt auch ein bisschen schwierig zu erklären oder ich bin auch kein so Spitzenjurist, der das erklären könnte. Aber alle, die sich dazu äußern, schütteln abwägend den Kopf, ob das rein juristisch geht, weil das ist nun einmal da in der Welt. Nur 2 Anmerkungen auf ganz andere Ebene. Es ist ja noch überhaupt nicht ordentlich geprüft worden, ob nicht eine Mehrheit des Nationalrats ein Gesetz machen kann, das sagt, diese dritte Piste darf gebaut werden, auch wenn es natürlich da mit Umweltverträglichkeitsprüfungen Probleme gibt, aber man kann das, was auf einfach gesetzlicher Ebene ja dort abgelaufen ist, auch durch ein einfaches Gesetz wieder konterkarieren. Also da wäre ein Punkt, wo sich die Regierung einmal bitte auf ihren Hintern setzen könnte und nachdenkt, was kann man alles auf
gesetzlicher Ebene machen. Vielleicht kriegt man sogar eine Verfassungsmehrheit, weil man mit den Grünen sicher nicht, aber mit den Freiheitlichen höchstwahrscheinlich schon. Die sagt nur, ob die SPÖ mit den Freiheitlichen, da haben sie ja wieder ihre Political Correctness-Probleme. Und das Zweite ist, es ist aber ganz sicher nicht rein jetzt in der juristischen Macht des Nationalrats zu sagen, wir beschließen das. In manchen Teilen habe ich das Gefühl, könnten sie es, wie gesagt. Aber es gibt dahinter auch wieder mal eine EU-Richtlinie. Und wieder einmal haben dort, wir sind da Fundamentalisten und wir retten den Planet, utopische Dinge beschlossen worden und diese Umweltverträglichkeitsprüfungen sind eben in einem gewissen Ausmaß auch EU-rechtlich abgesichert und wird dazu führen, dass halt die EU, die ich nach wie vor für eine tolle Sache halte, wenn sie sich nur vernünftig entwickeln würde, aber auch in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr in eine dumme Richtung gegangen ist. Und das schmerzt mich. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.